das auch die Kirche immer verstanden. Ich Ach weiß, so, ist dein Körper kein ich möchte Tempel euren Gottes? Eifer nicht angreifen und nicht eure Person, aber ihr richtet euch eben halt nur in dieser Hinsicht an euch selber und leider nicht an das, was die Kirche immer übermittelt hat. Und wenn man 1. Timotheus 3,15 nicht ernst nimmt, dann verfällt man in ein Eigendenken. Und das ist der Protestantismus. Und auch wenn Reza oder Amir es nicht zugeben möchten, wenn sie sagen, nein, wir haben mit Protestanten nichts zu tun und Freikirchler sind auch zu 99% Wir verdammt, sind Nachfolger Jesu Christi. da ist das große Problem. Sie nehmen trotzdem einige Dogmen an, die ihnen die Freiheit verschaffen, ihre Gemeinde oder ihre kleine Gruppierung, sektierische Gruppierung, zu rechtfertigen, indem sie sagen, Ja. ey, sola scriptura. Das kann ich anhand der Schrift bekunden, aber Sola Scriptura ist die allergrößte Lüge des Teufels gewesen. Ach so, Denn jetzt kommt er das Wort ist Lüge. Was heißt das der. Sola Nein, 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 Scriptura? nein, 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 nein. nein. Sola Heißt das nicht? Ist Scriptura. das nicht Latein? Heißt es So. allein die Schrift? Ist Gottes Wort die Lüge? Boah, Ah, allein die warte, Schrift. Kirche Pater Allein die Ignatius. Schrift. Der ist ja die Wahrheit. Habe ich vergessen, die Kirchenväter. Sorry, Was? tut mir leid. Allein die Schrift. Dämonischen Das Geist. Wort allein. Das Das Wort ist allein jemand finden wir behalten. nirgendwo. Sola Guck mal, weißt du, Scriptura. geschrieben steht, Ich Johannes den 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ach, warte, pardon. Ich meine, Ach die du katholische Kirche ist Heilige. der Weg, die Wahrheit und das Das Leben. hat Niemand nichts mit kommt Sola zum Scriptura Vater zu tun. außer durch mich. Was steht denn in 2. Ehrlich. Thessalonicher 2,15? Was Ach steht da in 2. du Thessalonicher Heilige. 2,15? Und was macht dieser Vers mit Sola Scriptura? Er zerstört Ach ihn. du Heilige. Allein nur die Schrift, mein Lieber. Wollen wir Sola Scriptura durchnehmen? Ist doch kein Problem. Die Debatte 2. sollte nächste Woche Thessalonicher stattfinden. 2,15. Aber ich kann 2. doch einfach. Thessalonicher 2,15. Es gibt keinen Vers in der Heiligen Schrift, der uns sagt, dass wir uns nur an die Heilige Schrift halten. Es gibt Okay, zwei dann warte, mein Freund. Überlieferungsquellen Ist doch kein und Problem. Das gibt es. das ist die Heilige Tradition und das ist die Schrift. Es gibt zwei Offenbarungsquellen und die Kirche ist Grundfeste und Säule der Wahrheit und sie verwaltet die Heilige Schrift. Ihr wüsstet noch nicht einmal, was Heilige Schrift ist ohne die Kirche. Wann wurde der Kanon zusammengestellt? Kann uns das Ah, Reza oder Amir 397 kommt beantworten? mit den Kanon. Meinst du die Apokryphen, die im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus datiert worden sind? Meinst du die, die behaupten, Fürbitter Maria, Fürbitter ein Heiliger sei korrekt, nicht Welches vom zweite Propheten? Jahrhundert? Warte, lass mich ausreden. Welches Nicht zweite vom Jahrhundert? Propheten. Warte, lass mich ausreden. Nicht vom Propheten geschrieben sind, laut 1. Makkabäerbuch, Kapitel 9, 27, eure Apokryphen, steht geschrieben. Kein Prophet hat diese Bücher geschrieben. Schon mal der erste. Nicht inspiriert von dem Heiligen Geist. Laut Malachi, Kapitel 3, Vers 1, der letzte Buch des Alten Testaments, sagt sogar, dass eine Prophezeiung kommen wird. Und was war die Prophezeiung? Auf Johannes den Täufer, der den Weg vorbereiten soll, auf den Herrn Jesus Christus, der den Heiligen Geist ja hat. Und Johannes der Täufer hat laut Lukas Evangelium auch den Heiligen Geist, seit er schon im Mutterleib der Mutter drinne ist. Und da war eine 400 Jahre Stillzeit. Laut Daniel Kapitel 9 gibt es sogar eine mathematische Berechnung dazu, wenn man den Johannes den Täufer und den Herrn Jesus Christus prophezeit, die 69 Jahrwochen. Können wir gerne durchnehmen, ist kein Problem für mich. Dann können wir es doch einmal anschauen, was die Schrift immer dazu sagt. Aber schauen wir erstmal Sola Scriptura an, ob es Bibelverse dafür gibt. Ich nenne dir mal ein paar Stück, dass du ein bisschen lernst. Na, das ist Ja, nicht vom Kirchenvater, nur mal du nebenbei, meinst ist von wirklich, ich Gottes habe Wort diese Verse noch persönlich. nicht gehört. Bist du dir wirklich sicher? Kennst du das erste Makkabäerbuch 9, 27 nicht? Stopp. Willst du das mal Du öffnen? verstehst doch meinen Punkt nicht. Du gibst mir einen Bibelvers, der deine Position stützen soll. Ich gebe dir einen Bibelvers, der deine Position negiert. Okay, 2. lesen wir. Thessalonicher 2,15. Du liest doch mal vor, was dort steht. In 2. Thessalonicher 2,15. Guck mal, ich habe das jetzt kurz. Danny, kannst du kurz 2. Thessalonicher 2,15 kurz öffnen, weil ich jetzt die anderen auf habe? Was Danny, du hörst du gesagt uns? hast vorhin, ganz schnell muss ich das korrigieren, katholisch antworten, damit die Leute hier, die im Chat zuhören, nicht auf solche Falschaussagen halt verführt werden. Dass die Schrift ist, dass es keine einzige Vers gibt in der Schrift, wo Sola Scriptura vorkommt. Doch, Apostelgeschichte 17, Vers 11. Sekunde, ich schlag mal auf kurz. Wolltet ihr erstmal nicht 2. Thessalonicher Mach 2,15 mal kurz sofort, zitieren? der holt ja die Bibel, damit er dir das vorliest. Hm. Ich wollte nur, dass deine Aussage vor den Leuten hier nicht einfach so übernommen wird. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonich und nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Amen. Das heißt, sie haben alles in der Schrift geprüft.
Sehr Ja gut. gut, Moment mal, da steht aber nicht, dass man es Sola Scriptura. nur in der Schrift prüft. Da ist auch das Sola wieder nicht Ja, da. natürlich haben die auch in Obstbäumen gesucht nach der Antwort, wenn etwas nicht klar war. Soll ich dir Sola Außerirdisch. Scriptura geben, mein Lieber? Soll ich dir Sola Was soll ich 2. antworten? Timotheus Wenn du 3,16? dann auf einmal auf blöd schaltest, dann rede ich nicht mehr mit dir. Guck mal, guck mal. 2. Thessalonicher 2,15. Setzt alle eure Bibelverse, die ihr Ja, annimmt für lies. Sola Scriptura, in den Schatten, weil dort steht, dass eben halt wir uns an das halten sollen, was Traditio ist, was überliefert worden ist, was mündlich weitergegeben worden ist, weil die Kirche bestand, bevor die Bibel bestanden hat. Da gab es schon Kirche, da gab es schon heilige Messe. In der Didache lesen wir auch von dem Opfer. Ja, ihr habt ja kein Opfer bei euren Gottesdiensten. Da habt ihr einen Pastor, der vorne eine gute Predigt hält, dann ist der Gottesdienst gut. Und wenn er eine schlechte Predigt hält, dann ist der Gottesdienst langweilig für Nein, euch. stimmt nicht. Nur mal nebenbei Und ihr gesagt. habt keine Hast du recht. heilige Messe, weil ihr nicht das habt, was die Aposteln schon längst überliefert haben. Okay, okay. Warte, warte. Du hast gesagt, das Boah. mündliche und schriftliche, richtig? Hast du auch gerade Genau, gesagt, richtig? genau. Okay, wenn das über, warte, wenn das mündliche das wie schriftliche widerspricht, ist das Gottes Wort, ja oder nein? Nein, wenn das Mündliche der Ist das Heiligen Gottes Schrift Wort, ja oder nein, wenn es nicht widersprechen widerspricht, das würde, dann wäre mündliche? es nicht Gottes Wort. Nein, aber das stimmt Okay, nicht. Das okay, stimmt nicht mit der okay. Du katholischen kannst mit Kirche überein. Apokryphen, richtig? Kamst du mit Apokryphen? Was sind Apokryphen? Du meinst die Deine deuterokanonischen hinzugefügten Bücher? Bücher mit den Kanon, weil du ja mit 197 nach Apokryphen? Kanon kamst, ne? Mit Apokryphen? 197 nach Apokryphen? Christus. Apokryphen hat Luther es genannt. Wir nennen es deuterokanonische Bücher. Es ist Ja, Teil der ist eh Heiligen das Schrift, Gleiche. Ist kein Problem, wie du es nennen möchtest. weil ihr zwar den Großteil von uns akzeptiert, was die katholischen Bischöfe, die ihr so verachtet mit der Kleidung, ja, mit dieser Kleidung haben sie es auch in Konzilien bestimmt, was Warte, warte, überhaupt nein, nein, Kanon der lenk mich, Heiligen Schrift nein, nein, ist. lenk mich ab. Wir Und sind jetzt bei das den versucht Widersprüchen ihr mit jetzt, mündliche und, warte, wir sind weil bei die den Widersprüchen, Stopp, weil die mündliche Überlieferung und deuterokanonischen schriftliche Bücher, Überlieferung. weil die deuterokanonischen Bücher unter anderem auch explizite Lehren der katholischen Kirche enthalten, müsst ihr diese leugnen, sonst wäre euer Glaube dahin. Und das hat euer Vater Man Luther, lenkt euer doch nicht geistiger ab. Vater Luther, wo lenke ich denn ab? Guck mal, warte, warte. Ich habe dir eine Frage gestellt, du hast sie beantwortet. Es ist nicht mehr Gottes Wort, wenn das Mündliche das Schriftliche widerspricht. So, mach dir, ich brauche nur nicht mal Apokryphen oder deine deutonische Kanone, wie du die auch nennen magst, zitieren, kann ich aber zitieren. Wenn du schon nicht Erste mal weißt, Frage, dass es warte, 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 deuterokanonische Bücher warte, mein heißt, dann ist dein Lieber. Wissen gar Erste nicht so Frage, warte, groß. mein Lieber, mach dir für bitte ein Heilige, ja oder nein? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich nehme mal ein Apokryph von euch, nur mal nebenbei, weil darauf bezieht ihr euch auch gerne, oder Kirchenvater Ignatius, oder welche Kirchenväter auch so gibt. Das Dann waren die lesen wir aber vor, Apostelschüler, warte, nur warte. mal so am Rande. Sie sind, glaube ich, eine sichere Quelle als ihr, oder? Oder Ach so, seid ihr nee, warte, sicherer? warte. Wenn das eine sichere Quelle als gegen Gottes Wort ist, okay, wenn du es meinst, ist ja okay, ist ja deine Meinung. Na, dann schauen wir doch mal Gottes Wort Also meinst rein. du, ich sollte ein Reser und ein Amir mehr vertrauen als ein Ignatius von Antiochien? Nein, 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 Gottes Wort sollst du vertrauen. Lesen wir doch ein Gottes Wort. Stopp, 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 Denn, stopp, warte, stopp. warte, lesen wir Soll ich doch ein ein Amir Gottes Wort. vertrauen, ein Reser Ignatius oder von ein Antiochien, Antiochien? Der hört lass sich mich doch professioneller ausreden, an, mein der Name Lieber. als Lass mich doch Amir. ausreden. Diese Kanakiennamen hören sich nicht so vertrauenswürdig an. Das soll ich Ignatius von. Das hört sich schon ein bisschen professioneller an, der Name. Da musst du schon Guck drüber mal, vertrauen. wir schauen jetzt mal Gottes Wort. Komm, lass mir mal dein Apokryph. Du hast ja gesagt, für bitte ein Heilige sei ja okay. Das ist ja eure mündliche Überlieferung. Es gibt kein Bibelvers dafür, nur mal nebenbei. Und jetzt Ich lesen sehe wir da mal hat er Gottes Wort. professionellere Gewänder an. Er hat eine Lesen wir professionellere Gottes Wort. Lesen wir Gottes Zubehörladen Wort. gekauft und an sich gehangen, damit er professionell Hört mal auf, ich muss. Die Guck sind mal, so nehmen wir mal bisschen Gottes Wort. skrupellos. 5. Was der Mose, für eine Kapitel 18, Vers professionelle 10 bis christliche 12. Zubehör um sich herum hat. Guck mal, seine ganze Kleidung sieht so professionell aus. Der hat alle Zubehörteile, die man so kaufen kann im Zubehörladen, für Sehr professionelle vertrauenswürdig und souverän und eine gewisse Autorität hatte er, sieht Je man ja. größer das Guck mal, Kreuz, desto besser ihr ist die lacht, Leute, ihr lacht, aber ich denke, wenn ein Amir und ein Reser, die Zeit, wir haben vielleicht noch, man so war der Herr uns diese Zeit schenkt, werdet ja. ihr auch einmal katholisch und ihr werdet genau. Mal, komm, mein Lieber, hör mal auf. Lesen wir mal Gottes Wort. Hör mal auf mit diesem Schwachsinn hier. Ne? Ich bin Oh, ich Ex-Katholiker. habe das Ich habe schon mehr oft Kontakt im gehört, Vatikan, so als wie du Leute jemals haben wirst. konvertieren, die Komm, Protestanten lass mal konvertieren wie Gottes Wort warme lesen. Semmeln.
Die Protestanten konvertieren wie warme Semmel. Guck mal, mein Lieber, hör doch mal zu. Komm, wir machen das ja mit Liebe. Hör mal genau zu. Du hast gesagt, fühl bitte ein Heiliger, sei doch richtig. Richtig? Okay. Selbstverständlich. Schauen wir mal, was Gottes Wort sagt. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 10 bis 12. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder einer, der Wahrsagerei betreibt oder Zeichendeuterei oder ein Beschwörer oder ein Zauberer oder einer, der Geisterband oder ein Geisterbefrager oder ein Hellseher oder jemand, der sich an die Toten wendet. Denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Greuel, und um solchen Greuen will, vertreibt der Herr, deinen Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Und jetzt sage mir, sind die Heiligen tot, ja oder nein? Die Heiligen sind im Himmel, das ist der erste Punkt. Und zweitens, Wahrsagerei ist etwas anderes. Sind die tot? Ja, du kannst mich ja oder nein beantworten. Oder ist Wahrsagerei, mein Freund, ist von der Kirche verurteilt. Aber jetzt sag mir, sind Heilige tot, ja oder nein für dich? Heilige sind irdisch verstorben, aber ihr Geist ist bei Gott. Was passiert denn nach dem Tod? Nein, sag mir, also die sind irdisch gestorben, sagst du. Okay, die sind tot. Steht irgendwo eine Bibel, sondern was passiert, wenn du stirbst? Du hast es selber gesagt. Nein, du hast selber gesagt, die sind tot, irdisch tot. Und nichts, und da steht sogar drin, wir sollen uns an Tote nicht wenden. Was, merkst du jetzt diesen Widerspruch, mein Lieber? Du hast doch eine Seele, oder nicht? Wo geht denn deine Seele hin, wenn du stirbst? Wenn du jetzt heute stirbst, Gott bewahre, ja, was passiert mit dir? Erklär mir das bitte. Ah, als meine Seele wiedergeborener ist im Paradies. Und dann sagst du dir, deswegen leben die. Ist David für dich ein Heiliger? Prophet David, der König David, ist ja wohl klar. Wir sind doch ein Leib. Wie kann jemand, der irdisch verstorben ist, ein Heiliger, ja oder nein? Und ist mit seiner Seele im Himmelreich? Ist David, Altes Testament, ein Heiliger, ja oder nein? Warum kannst du nicht einen Punkt einmal aufgreifen und darauf antworten? Ist der ein Heiliger für dich, ja oder nein? Der Prophet David, der König David aus Altem Testament, jeder kennt ihn. Guck mal, ich habe noch einen anderen Punkt gebracht. Moment mal, du gehst doch keine Sachen ein. Eine Diskussion muss doch fruchtvoll sein. Die muss doch vernünftig, man muss doch demütig sein. Dann beantworte mir die Frage und dann kann ich dir doch weiter bestellen. Ich habe dir eine Frage gestellt und meine Anfragen werden noch gar nicht beantwortet. Guck mal, ja, du beantwortest wenn meine Frage gar nicht. Wenn du stirbst, kommst du in einen Seelenschlaf? Stirbt, okay. Bist du ein 7-Tages-Adventist? Nein, oder? Seid ihr doch nicht, oder doch? Mal verstehst du das nicht? Lenk mal hier nicht ab, mein Lieber. Ist der König David, der Prophet David, ein Heiliger für dich? Ja oder nein? Nochmal, wenn jemand stirbt, dann muss er vor den Richterstuhl Christi treten. Okay, mein Lieber, ich kann dir die Frage schon beantworten, wenn du es nicht kannst. Ich bin selber Ex-Katholik. Es sind für die Katholiken ein Heiliger. Schon mal ein Fakt. Kann niemand was anderes sagen. Was sagt Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 29, was die Heiligen sind? Petrus sagt das und einmal Lukas sagt das und Gott selber. Lukas hat Apostelgeschichte geschrieben, Petrus, der es da erzählt und gemacht hat, gesagt hat, und Gottes Wort natürlich der Heilige Geist. Ne? Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Er ist tot. Und weißt du, was ich dir noch gebe? Jesaja 8, Vers 18 bis 19. Grab, aber das hat doch nichts mit seiner Seele zu tun. Was ist denn das, hä? Sind die nicht tot? Ihr wendet euch an die Toten. Steht irgendwo in der Bibel, unser sonst, Gott ist ein Heiliger, Gott der Lebendigen. Unser Gott ist ein Gott der Lebendigen. Die Kirche ist doch aktiv. Sie ist doch nicht tot. Wir sollen unsere Gebete an Heilige abgeben. Ja oder nein? Gibt es ein Bibelfest dafür? Meine Fresse. Wo wir unsere Gebete an Heilige abgeben. Guck mal, und die geben okay, die Gebete weiter. Stopp, und ich zeig dir, wie gibt ignorant es ein Bibel? Sag es den Zuschauern, sag es den 500 Zuschauern, du kannst sie jetzt alles zum Katholismus nein, führen. Es gibt es eine Bibelstelle, ja oder nein? Es steht nicht explizit in der Bibel drin, dass das man ist die Antwort, bitte mein Lieber, das ist jetzt die Antwort genau für alle 500 Zuschauer. Und jetzt gib mir zwei keine Sachen. Bibelstelle, gib aber mir, dein Kirchenvater Ignatius, auf den vertraust du, aber Gottes Wort nicht. Stopp, du hast jetzt gerade gesagt, Kirchenvater Ignatius, deswegen zeige ich dir, dass Sola Scriptura ignorant ist. Gottes Wort ist das auch höher? Sola Scriptura. Tura ist ignorant deswegen, weil es gibt auch keine explizite Stelle, dass Jesus gesagt hat, betet mich an. Noch gibt es eine Stelle, dass man den Heiligen Geist anbetet oder anbeten soll, aber trotzdem tun wir es, weil Gott ja dreifaltig ist und wir wissen es von der Überlieferung her, dass man Gott in der Dreifaltigkeit auch anbeten kann. Guck mal, wie du einfach mal ablenkst. Weißt du, warum du ablenkst? Weil du weißt, es gibt kein Vers dafür. Es gibt deine Kirchenväter. Es kann nicht Lieber, alles in der Bibel drin. Es gibt deine Kirchenväter. Es gibt nicht alles in der Bibel drin. Höher als Reza, du als Gottes Wort. Es ist okay.
Lass mich mal kurz einhaken. Ich möchte dich jetzt mal fragen. Ich sehe leider deinen Namen nicht. Ich sehe die ganze Zeit nur eine Tasse. Du hast mich ja gestern schon bei dir nicht reingelassen. Ich möchte mal fragen, wenn alle Menschen nach dem Tod Jesu Christi in der Schrift gelernt haben, in welcher Schrift haben die denn dann gelernt? Fragst du mich oder fragst du jetzt wen? Praktisch, in welcher Schrift haben die gelernt nach dem Tod Jesu? Nach dem Tod Jesu, nach welcher Schrift? Ach, du meinst die mündliche Überlieferung, was dann datiert worden ist, aufgeschrieben worden ist und Ja, nicht der ich wollte mal fragen, schriftliche widerspricht, meinst du die? waren alle Jünger mit ihrem Evangelium schon gemacht? Ich wollte nur mal fragen, wann wissen wir denn, wann welches Evangelium entstanden ist? Steht nicht Und wann? geschrieben, prüft alles und behaltet das Gute. Steht nicht geschrieben, wir sollen immer ja alles prüfen. Und wenn es Gottes Wort entspricht, das erkennen wir durch die Fehler, wie bei euch, die Apokryphen, die Fehler sagen im Buch Tobias, ne, Tobit, oder wie ihr es auch nennt, bei den Apokryphen, pardon, teutonische Kanone, wie ihr sie nennen mag, Kapitel 12, Vers 12, dass ihr Fürbitte an Heilige machen sollt. Nirgendwo in der Bibel steht das aber. Und die Bibel Okay, sagt sogar, wir sollen uns nicht an Tote wenden. Das haben wir gerade bewiesen. wie Und wenn viele es was Menschen, widerspricht, ist es nicht mehr Gottes Wort. Bitte frag weiter. wie viele Menschen konnten früher lesen? Ach, wie viele Menschen lesen konnten? Die Israeliten waren schon sehr belehrt, ne? Ja, aber Die die Griechen Christen, genauso, waren sehr, sehr belehrt. wie viele von den heidnischen Was für Völkern eine Frage ist konnten das? lesen? Waren die Korinther belehrt? Waren die Epheser belehrt? Ja oder nein? Haben Es die nicht gab die Schrift Gelehrte, und die aber alle Briefe bekommen anderen, von Paulus? die römische. Das macht mich Man alles lässt mich nicht, lächerlich. man lässt mich wieder nicht ausreden. Du hast gefragt, ich habe geantwortet, Ich bitte. sage es jetzt, bis zum 4. Jahrhundert, ja, gab es überhaupt keine Zusammenstellung der Bibel. Ja? Das heißt, man hatte mal hier das Johannesevangelium, man hatte mal hier das Markusevangelium, aber es gab keine genaue Bibelzusammenstellung. Das ist erst durch den Kanon der Bibel entstanden. Das heißt, alle Menschen hatten ihren Glauben durch mündliche Überlieferungen. Ja? Kein einziger hatte die komplette Bibel zusammen oder hatte alle Evangelien zusammen. Und wer hat die dann Nein. zusammengetragen? Lass mich doch mal ausreden. Ist das ein Problem für dich, mich ausreden zu lassen? Ja, Ja, redet doch, ich habe nur gesagt. es gab keine Bibelzusammenstellung auf keinste Art und Weise. Das Jüngste, was wir haben, was das Johannesevangelium komplett enthält, ist der P66. Ja, und der ist sogar aus 200 nach Christus. Ja, das heißt, alles wurde mündlich die ganze Zeit weitergegeben und nichts wurde schriftlich gemacht. Und wie wurde es mündlich weitergegeben? Durch kirchliche Tradition. Das heißt, diese Kirche, die ihr so ablehnt, hat durch Traditionen die Schriften weitergegeben und die Evangelien aufgeschrieben. Und diese Schriften haben die sich im kirchlichen Kanon zusammengepackt und haben eine Bibel daraus erstellt. Das Ach so, okay, warte, mein Johannesevangelium. Lieber, bist du Moment, Moment, fertig? Moment, Darf ich das darauf antworten? Johannesevangelium Ja. wurde 200, das älteste Manuskript über das Das Johannesevangelium ist erste 200 Jahre vollständige alt, ja? Manuskript, was wir haben, ist der P66 und der ist von 200. Dann haben wir Das noch heißt den also, Apostel P65. Johannes hat erst in 200 nach Christus das niedergeschrieben, ja? Nein, Sein Apostel Johannesevangelium. Johannes hat ungefähr bis 100 nach Christi gelebt, ja, Also, wo ist das Original? Das Original ist älter, oder? hat aber seine Worte mündlich weitergegeben, weil Oh wenn ihr es nein. damit auseinandergesetzt habt, wüsstet ihr Nein. auch, dass die meisten Apostel nicht schreiben konnten. Ja, Nein, sie hatten das stimmt nicht. Mitarbeiter. Das Sie Buch der hatten Offenbarung ist das letzte Mitarbeiter. Sie Buch hatten und der Herr Mitarbeiter, zum Jesus. Beispiel einen Clemens von Rom, den du ja so Ja, gerne jetzt kommt ihr wieder ablehnst. mit Clemens. Ich rede Ja. von dem Mustafa aus Bagdad. Kennst du seinen Ja. Brief? Ich weiß, du machst Kennst du dich nicht immer seinen Brief über die von Kirchen. Mustafa aus Bagdad? Ich weiß, du machst dich immer über die Den musst du Kirchen noch wieder lesen, lustig. sonst wirst du Guck mal, und verwirrt das ist werden. deren Niveau. Das ist deren Niveau. Das Ja. ist Ignoranz. Das ist pure Ja. Ignoranz. Sie versuchen Also, mit weißt du, falschen was Ignoranz Aussagen ist? sogar selber Weißt du, was ist das Buch der Ignoranz ist, mein Offenbarung. Lieber? Weißt du, was Ignoranz ist? Hör nein, Warum du lehnt ihr behauptest eigentlich eine die Schüler Tatsache, der warte, 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 warte. Du behauptest eine Tatsache, dass der Kanon 397 nach Christus, guck mal, was der Kanon gemacht hat. 27 Bücher vom Neuen Testament, richtig? Ja. Hat er das gemacht, ja oder nein? Ja, wie viele Evangelien gab es aber Ah, insgesamt? warte, 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 warte. Und ein Testament hat er ein paar Bücher noch hinzugefügt, die Apokryphen, teutonische Kanone, wie man die auch nennen mag, okay? Und da kommt Okay. ihr gerne mit Septuaginta, ne? Und es gibt Okay, viele das heißt, Septuaginta. Ihr bezieht euch auf eine der Heilige Geist NXXX hat uns oder so. falsche Schriften gegeben. Ja, okay, warte. Wann ist Septuaginta datiert? 100 vor Christus. 100 vor Christus oder 200 vor Christus, wenn wir mal gnädig ein bisschen sind, ne? So, Ja. gab es einen Kanon vor Septuaginta? Ja, den jüdischen Kanon. Ah, wie heißt er denn? Oh, keine Ahnung. Dann der Tanach. Ne? Nur mal nebenbei Tanach, gehört, ja. hast du bestimmt schon mal gehört. Ja, klar. Okay. Gibt es im Neuen Testament ein Bibelvers, was auch Apokryphen zitiert? Pardon, teutonische Kanone. Nochmal.
gebe jetzt ein Bibelvers, was eure deutonische Kanone zitiert oder sagt oder einmal erwähnt wird. Die sieben Bücher kann wir streiten. Ich rede jetzt über die 66. Ich rede extra mit euch über Bücher, die ihr auch annehmt. Aber du kommst doch an mit Kanon. Kanon hat doch die, der hat sie doch reingetan. Aber wie wurden diese Evangelien überliefert? Wurden die durch die Kirche weitergetragen, ja oder nein? Guck mal, mündliche Überlieferung, schriftliche Überlieferung muss einstimmig sein. Wenn es nicht einstimmig ist, ist das nicht mal Gottes Wort, richtig? Okay, wo sind die ganzen Niederschriften dann aus dem 1. und 2. Jahrhundert von den Evangelien? Ach, du willst jetzt die Bibel hinterfragen, ob die Gottes Wort nein, ist. Nein, ich hinterfrage ob das ist die Bibel. Gott. Ich glaube, guck mal, du kannst ja auch mit der Kanon. Du kannst mit dem Kanon, ne? Das ist okay. Die haben die Apokryphen reingesteckt, ist auch okay. Das hat euer Kanon gemacht. In der Bibel steht aber immer, man soll alles prüfen. Das haben wir getan. Die Christen haben es ernst genommen zu prüfen. Und dann haben wir gesehen, Buch Tobit, ne, oder Tobias, wie er da auch nennt, Kapitel 12, Vers 12, fürbitte an Heilige. Aber es gibt kein Bibelvers. Aber jetzt frage ich dich mal, wo fürbitte an Heilige gemacht wird. Dann steht doch mal, 15? Erste Buch Makkabäer, warte, erste Buch, lass mich doch ausreden, du wolltest auch ausreden. Okay, erste Buch Makkabäer, erste Buch, du kannst mit dem Kanon, da musst du auch die Apokryphen erwähnen. Du kannst mit dem Kanon. Du hast doch gerade den erwähnt. Also ja, erste, du kommst damit an. Wer hat die denn zusammengestellt? Die haben doch Apokryphen reingetan. Waren doch eure Kirchenväter. Hippo oder Ignatius oder wie die auch alle heißen. So, du kommst damit und jetzt musst du damit klarkommen, dass die Apokryphen drin sind. Die haben es reingesteckt. So, also, erste Buch Makkabäer, Kapitel 19:20 sagt, kein Prophet hat die Apokryphen geschrieben. Kein Prophet gab es in dieser Zeit, im Jahr 200, 1. Jahrhundert vor Christus. Kein. Dann schauen wir weiter, denn ihr bezieht euch immer auf diesen Kanon, was im 2. 1. Jahrhundert ist, mit den Septuaginta und. Der Kanon hat sich schon selbst dargestellt anhand der Schrift. Denn im Neuen Testament kann ich dir etliche Beweise und Verse geben, die den Alten Testament zitiert und sagt, dieses Wort ist Gottes Wort. Das kann man ja prüfen, man findet das heraus. Der Tanach war ja da, du hast doch selber gesagt, der jüdische Kanon war er doch vorher. Der jüdische Kanon hat nie für bitte ein Heiliger getan, das war Götzendienst, da wäre direkt die Steinigung geworden. Da wäre sofort die Steinigung berufen worden mit dem Gericht, mit Zeugen, dass das definitiv falsch ist, laut 5. Mose, na, Kapitel 18, Vers 10 bis 12. Das ist verboten, man muss sich doch an die Mose-Gesetze halten und dann Apokryphen waren in dieser Zeit. Das ist falsch, sogar im Talmud steht was dazu drin, sogar die Juden kannten die Fürbitte. Dazu gibt es sogar auch Quellen aus jüdischen Schriften. Was erzählst du denn hier? Redest du jetzt von Talmud? Reden wir von diesem Talmud Zakaria 10a, wo geschrieben steht, nach Malachi, Hagaja, Zachaja, wo die gestorben sind, entwich der Heilige Geist aus Israel, sind nicht deine Apokryphen, 1. Jahrhundert datiert, ist nicht Malachi 400 vor Christus datiert? Oder hat er nicht sogar 400 vor Christus ja gelebt? Du kannst mit dem Talmud. Ich habe aus dem Talmud Zakaria 10a zitiert. Der Heilige Geist entwich nach Hagia, Zachariah und noch einen Namen habe ich jetzt gerade vergessen, gestorben sind, da entwich der Heilige Geist aus Israel. Die haben erkannt und gesehen, dass der Heilige Geist entwichen ist. Und kein Prophet hat eure Bücher geschrieben, laut 1. Makkabäer Buch, Kapitel 9:27. Und jetzt sage mir, wie kann das gottinspirierte Bücher sein, wenn die aus 2. 1. Jahrhundert datiert sind und sogar der Bibel widersprechen? Sag es mir bitte. Darf ich dich jetzt was fragen, damit wir mal zu dem Punkt kommen, weil ich bin ja gar nicht eben aussprechen. Wir haben das Konzil von Nicea, das Konzil von Konstantinopel und dann kam ja der Kanon. Ja? Jetzt frage ich dich eine Sache. Hat der Heilige Geist gewirkt, die Bibel zusammenzustellen? Ja oder nein? Gott nutzt die Menschen als Werkzeug und dann gab es Menschen, die fleischlich handeln und dann steht doch geschrieben, prüft alles. Ich krieg nie eine Antwort. Hat Gott durch die Kirche gewirkt, die Bibel zusammenzustellen? Ja oder nein? Nein, hat es nicht. Und da habe ich dir überzeugt, Gott hat die Leute als Werkzeug. Warte. Du hast gerade gehört, dass die Apokryphen, hör mir mal zu, du hast gerade gehört, dass die Apokryphen nicht von Heiligen Geist sind, weil du Talmud kamst, den Talmud habe ich dir zitiert, ich habe dir Maleachi zitiert, dann habe ich dir nochmal gesagt, mit den Jüdisch kann noch der Tanach, also erste Buch Makkabäer, Apokryph, sag, keine Propheten haben die Apokryphen geschrieben im Jahr 200 vor Christus und 1. Jahrhundert vor Christus, ne, das ist historisch belegbar, kein Prophet. Und dann steht, weil du mit dem Talmud kamst, habe ich dir mit dem Talmud geantwortet, dass der Heilige Geist entwich nach
Malachi, laut Zacharja und Hagaja, die letzten Propheten im Alten Testament. Und die sind 400 vor Christus. Das sind die du letzten Bücher. Nein, jetzt sage mir, sind das gottinspirierte, nein, sage mir bitte, sind das gottinspirierte Bücher? Nein, warte, sind das, nein, jetzt antworte du mir. Sind das gottinspirierte Bücher? Sind das gottinspirierte Bücher, ja oder nein? Wer hat oh, keine Antwort. Höre ich da keine Antwort? Sind das keine gottinspirierte Bücher? Ich will meine Antwort zuerst haben, die ich eben gestellt habe. Ich habe dich gefragt, hat der Heilige Geist die Schrift zusammengestellt, ja oder nein? Ja, der Heilige Geist hat die Schrift zusammengestellt. Dankeschön, Dankeschön. Und wer war das? Haben wir gesehen, Apokryphen sind nicht von Heiligen Geist, oder sind Apokryphen von Heiligen Geist? Sind die von Heiligen Geist? Ihr könnt euch jetzt gerne gegenseitig widersprechen, aber nochmal. Nein. Die Bibel wurde so, ja, warte. Als die erste du hörst da, mit dem der sagt sogar, dass der Heilige Geist in sich die Bibel, keine Propheten ans geschrieben. Waren die Ersten, die Bibel wurde zusammengestellt, oder war das einfach nur eine Sekte, die alles aufgesammelt haben? Gibt's eine zusammengestellte Bibel vor der Kirche? Ja, bei den Essenern. Oh mein Gott. Gibt's, bei den Essenern hatten die 66 Bücher zusammen, so wie die Juden hatten doch mehrere Kanone gehabt, die Sadduzäer, die Pharisäer, jeder hat einen anderen Kanon gehabt. Hör mal zu, Daniel, als der Kämmerer evangelisiert wurde, durch welches Buch hat Philippus den Kämmerer evangelisiert? Ja, aber genau das ist das Problem. Es gab einzelne Evangelien, aber schon es gab mal gesagt, keine zusammengestellte Bibel. Ich habe dir schon mal gesagt, wir brauchen nicht die Kanonisierung von irgendeiner katholischen Kirche, sondern das Wort Gottes war schon immer da. Und genau, das Wort Gottes nur hat in der Kirche gewirkt und die Kirche hat dadurch durch den Heiligen Geist. Die Briefe waren da im Neuen Testament. Ja, die Briefe wurden an die Gemeinden gesendet. Die Apostel haben die Gemeinden gegründet, haben sie eingestimmt durch den Heiligen Geist und wurden immer gestärkt durch die Briefe, die sie bekommen haben. Und dann kam dann zum Schluss die Offenbarung. Deswegen heißt es ja auch in der Offenbarung, sende diese Brief an die Gemeinden. Okay, das heißt, wenn ich jetzt einen Brief habe an die Epheser, der sagt, gibt ist dann nur für die Epheser, und wenn ich dann einen Brief habe für die Korinther, der ist nur für die Korinther. Nein, und wenn ich einen Brief habe an die Römer, ist dann nur für die Römer. Die Briefe woanders lesen. Lies die Briefe auch in Laodicea, sagt der Apostel Paulus. Ja, und weiter? Und irgendwann kam auch Briefe, es gab doch so viele Briefe und so viele Evangelien zu der Zeit, das wurde doch alles ausgesondert, das weiß doch auch ein Reser, warum erzählst du dir sowas? Katholische, wie heißt du, katholische Kirche oder was? Katholisch heißt du einfach nur, okay. Habt ihr nicht gerade mit, Bibelvers zitiert? Mit dieser mündliche und schriftliche Überlieferung? Na, da kamt ihr doch damit. Wenn doch die Korinther was Schriftliches bekommen haben, haben die auch was Mündliches bekommen. Wenn die Epheser was Schriftliches bekommen, haben die auch was Mündliches bekommen. Und die Korinther und die Epheser haben dich ergänzt, weil die beide einfach das Mündliche und das Schriftliche einstimmig sind. Eure Bücher, Apokryphen, sind nicht einstimmig. Für Bütern Heiliger haben wir ja lass mich ausnehmen. Deine Stimme, du machst, du stellst Gott, dich hier sehr ignorant dar und du bist auch sehr hochmütig. Versuch mal vernünftig und erwachsen zu sprechen. Strenggläubig, hör mir mal bitte zu. Die mündliche Überlieferung. Ey, nein, hört mir jetzt mal beide zu. Denn wir können nicht mal einem Menschen einen Satz ausreden lassen. Wie wollt ihr andere Menschen gewinnen, wenn ihr nicht mal schafft, einen Satz von jemandem aussprechen zu lassen? Die Tradition, mal, ich die Überlieferung. Geredet, du willst mich nicht aussprechen lassen. Jetzt hören wir jetzt mal genau zu. Überlieferung, die mündliche Überlieferung genau besteht unter anderem auch darin, dass es eine Kirche gab, bevor es die Bibel gab. Warte mal ganz kurz, Leute, das ist mein Stream. Leute, bitte lasst mal jetzt sachlich ein nach den anderen ausreden. Ich höre die ganze Zeit wirklich hier, reden alle durcheinander. Leute, bitte. Lass den anderen mal ausreden, ein, zwei Minuten, und den anderen auch ausreden. Dankeschön. Alles klar. Lieber Bruder Dennis, also, Sekunde. Lieber Bruder Dennis, du musst aber achten darauf, dass du eine Verantwortung hast im Chat gegenüber diese Leute, die hier versuchen, Leute zu verstehen. Ja. Du darfst denen nicht zu viel Plattform geben. Du kannst diese Leute draußen belehren. Ja. Aber du hast ja Leute im Chat, die eventuell durch diese falschen weltlichen Lehren auf wackelige Füße kommen. Da hast du eine Verantwortung darauf. Nein, das folgt mir lieber ganz schnell, Leute, damit ihr aus diesen Heresien hier rauskommt. Folgt mir ganz schnell, dann kann ich die 500 Leute hier noch ganz schnell erreichen. Ja. Deswegen ist das nicht ganz in Ordnung. Also der Button wird hier nicht geführt, weil du siehst ja auch, wenn man redet mit anhand der Schrift, das kommt bei denen gar nicht an. Hier findet keine Debatte statt. Hier wollen die Leute fischen. Du gibst also dem Feind die Möglichkeit, Leute zu fischen. Für mich ist jeder Christ, der an Jesus Christus tot glaubt, mein Bruder.
Ja, und Nein, nein, nein. Feind, jetzt guck, du hast gestern schon über mich gerichtet. Heute sagst du sogar, ich bin dein Feind. Ich weiß ja nicht, was in deiner Der Fantasie Feind da drin reitet dich. ist. Und Dir die ganze dürfte Zeit man demnächst bekuschelst. überhaupt keine Plattform mehr geben. Überhaupt ein Wort zu sprechen. Das kannst du in deinen Streams machen. Hey, Aber wenn ich eigene hier bei Streams den aufmache, Brüdern zum dürftest du kein Wort 800 mehr sprechen. Zuschauer, aber trotzdem helfe ich den Brüdern. Ihr wart eben zu viert und habt gegen ihn geredet. Und da denke ich mir einfach, wenn man so wenig Fachwissen hat über die frühchristliche Kirchengeschichte, dann sollte man sich vielleicht am besten erstmal darüber erkundigen und dann kann man vielleicht mitreden, wie das alles entstanden Wir ist. brauchen kein Ja, Fachwissen wir haben über doch was erkundigt. Frühchristenheit. Wir haben die Schrift und deswegen brauchen wir kein Fachwissen über irgendwelche Zeiten. Wir Okay, haben doch also. gerade erkundigt, haben mir gerade nicht gezeigt, dass wir prüfen, nicht von Gott inspiriert sind, nicht vom Propheten geschrieben, Das laut geht denen aber nicht bei in den 1. Kopf Makkabäer rein. Du kannst das 19,20 tausendmal und der wiederholen. Heilige Geist entwich, laut Jetzt haben wir Tamil. 500 Leute hier drin. Folgt mir, ich bin auch täglich live. Folgt mir ganz schnell. Holt mir Nein, ganz folgt dir schnell hier nicht, raus. denn wir haben gerade gezeigt, dass wir Siehst prüfen, du, nicht inspiriert sind, wie wir sind. siehst du, Ja, dass die kommen hier rein, um nur zu fischen. Deswegen darfst du katholischer. nie Ich wieder sage das nochmal, ich diesen habe das Leuten gerade eine gesehen. Es Plattform werden jetzt geben. unten alle Orthodoxen blockiert. Ich finde das irgendwie traurig. Ja. Und Ich bin Daniel ist ganz auf ehrlich, Abwägen gekommen. ich bin nicht Leider auf die hat Abwägen er gekommen. nicht zur Wiedergeburt gefunden, sondern ist wieder zurückgegangen zu der weltlichen Traditionskirche. Sprichst du mir also jetzt öffentlich damit mein Habe ich mir schon Heil vorher abgesprochen. Ich wiederhole es nur für Okay, deinen Bruder also Dennis, bist du damit er. Jesus Christus, dass du mir mein Heil Nein, absprechen nein, wir darfst, oder müssen was? Leute, die richten nach 1. Korinther 5 und raus mit denen, die falsche Häresien bringen. Sag noch mal, Bruder, was meinst du? Du, wie gesagt, du hast eine Verantwortung, wenn du den Daniel und den anderen hier, den Katholiken hier, die Möglichkeit gibst, durch solche irreführenden Aussagen und Ja, weltliche Gedankengebäuden Leute aus dem Chat zu fischen. ich habe das nicht darüber nicht gerade nicht nachgedacht, aber jetzt hast Dahin gibt du es keine Debatte mit diesen Leuten. Die sind hier, um zu fischen. Die sind nicht hier, um zu lernen, eventuell ihr Standpunkt nochmal zu überdenken. Nein. Jemand anderes reitet die, um die Leute zu fischen. Ja, ich merke das auch die ganze Zeit, weil denen geht das gar nicht durch. Du redest und das ist denen scheißegal. Die nehmen das auch nicht Ja, an. Viele werden das in ist ein meinem Kampf. Namen sprechen Das ist und ein sie werden Kampf. große Wunder und sie werden richten und sie werden dies und das und Jesus wird zu euch sagen, weichet von mir. Ja. Ja, so einfach ist das. Und ich Deswegen gehe jetzt auch. sollte man nicht mehr Debatten führen hier mit diesen Leuten, weil du die Möglichkeit denen geben würdest, Leute zu Ja, fischen. Das ist ja, dann ja. verantwortungslos. Ja, die fischen, die wollen die Leute, ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe das gerade, ich habe nicht aufgepasst. Daniel ist verloren. Ich Das habe ja ist schon ja, durchgehört, die diese werden auch, Leute haben schon mit die ihm werden auch benutzt. debattiert. Wie du auch schon sagst, die werden benutzt. Ist, wie du schon sagst, da ist ein Geist dahinter, ein geistiger Kampf. Das Das ist der Wahnsinn. Problem ist, wenn auf einmal zwei, drei Leute noch da reinkommen, jeder redet durcheinander. Man müsste eigentlich einen reinholen und da muss man mit ihm locker darüber reden und nicht zwei, drei, damit da voll die Action passiert. Also ist das Wahnsinn. Ja, hast du auch recht. Das geht Nein, gar nicht selbst klar. Damir, selbst wenn man die nur einzeln reinholt, die sind nicht hier, um zu lernen, ihre Das Position zu weiß ich doch, aber überdenken. ich Die meine, sind hier, wenn um man zu fischen, einen Stream, die was Leute meinst zu du, fischen. warum hole ich denn in meinen Streams nicht auf einmal zwei, drei Leute? Weil ich weiß, das geht schief. Ich hole immer nur einen, weil man sich auf eine Person konzentrieren muss und nicht auf zwei, drei. Das geht von vorne bis hinten nur schief. Deswegen müsste man mit einer Person reinholen, mit ihnen darüber reden. Hört er? Kannst du ihn gewinnen? Sehr gut. Dann preisen wir Gott den Vater im Namen des Herrn Jesus Christus für diese gewonnene Seele. Hört er nicht? Dann putzen wir unsere Füße und dann muss er leider Gottes dann das. Ja, Ja, hast dann recht. muss man natürlich darauf achten, beziehungsweise abwägen, was hat diese Debatte für einen Nutzen oder hat es mehr Schaden? Weil wenn du denkst, wenn du siehst, dass du nicht mehr durchkommst zu diesen Leuten, wenn die Blockade haben, dann geht es nur noch, dass die eventuell hier unvorsichtige Menschen fischen aus dem Chat. Ja, genau. Ja. Also wenn ich Und du dann musst merke, entscheiden, jetzt ist Schluss. jemand schaltet auf Stumm, jemand schaltet auf Ignoranz, dann kicke ich den auch raus und rede dann auch nicht mehr weiter. Wenn ich merke, das Gespräch führt zu keinem Ergebnis, dann macht es auch gar keinen Sinn, weiterzureden, weil du möchtest ja nicht auf meine Argumentation eingehen, zusätzlich noch deinen Unsinn verbreiten, das lasse ich nicht zu. Deswegen wenn Ab ich schon einer längst gewissen Grenze muss man abwägen, genau. um die Leute zu schützen. Warum Weil hat hier ging mein es schon Bruder, nicht mehr um warum hat der Bruder Argumentation, sondern wirklich, genau. der wollte nur sein Ding durchziehen und die Leute fischen. Warum hat der Bruder Reza dann dem Tore nach seiner Torheit geantwortet und dann gesagt, hier mit diesem, mit dem Araber und der Schrift? Weil er wusste, das hat keinen richtigen, keine richtige, dieses Gespräch hat keine richtige Frucht, weil die auf Ignoranz schalten.
Das stimmt. Der wollte das ganz, ganz listig machen, ne? Kam ja mit Kanon, wer hat das gegründet hier? Da haben wir doch geprüft, was geschrieben steht. Er kam mit Talmud, ich kam auch mit Talmud. Wir haben es gesehen. Geile, inspirierte Bücher. Umlauf gewesen und die haben sich damit belehrt und es wurde gelehrt und die Gemeinden wurden gegründet. Hallo Ende. Männer, Hallo? ich bin eigentlich Hallo? nur kurz Shalom. reingekommen, um darauf aufmerksam zu machen, dass ihr mal den Orthobro 33 hochholt. Mit dem könnt ihr dann schön euch austauschen und euch gegenseitig ausreden lassen, ohne irgendwie so ein Chaos zu veranstalten. Kann man das irgendwie einrichten? Geht das? Aber Ja, haben die das ist Leute sein nicht schon das Stream. Der Wort kann gehört? entscheiden, wen er reinholt, der Bruder. Ja, deswegen frage ich ihn ja auch. Ja, wer ist denn das? Wer ist denn das? Orthobro33 nennt er Was ist sich. das denn für einer? Ist er orthodox oder katholisch oder was ist das für Er ist einer? orthodox. Orthodoxer Bro. Orthodoxer, ja, da geht wieder die Geister. Da kann man den Daniel wieder reinholen. Da kann man bis morgen wieder Geplappere hören. Wozu Ja nichts bringt, gut. nur Streiterei und die Leute hier eventuell gefischt werden können. Nee, es bringt nur Streitereien, wenn man sich darauf einlässt. Man kann auch schön sich austauschen, ohne irgendwie Streit zu provozieren. Ja, es ist sein Stream, der muss das entscheiden, der Bruder. Ja, Bruder Reza, wenn du willst mit denen reden. An sich merke ich, dass er wirklich, wenn er suchend ist, wenn er Fragen Ja. hat und suchend ist, dann kann man ihm helfen. Aber wenn ein Orthodoxer hinkommt, um seine Ehelehren zu verteidigen, dann hat es keinen Holt Sinn. ihn Dann doch hat es keinen einfach Sinn. hoch und wenn es nicht passt, schmeißt ihn wieder raus und gut ist. Ja. Das musst du entscheiden. Sollen wir wirklich ihr Lehrer wieder Plattform geben? Die haben es gerade sogar durchsprochen. Aber Und dann werden wir es wieso wieder ihr wiederholen Lehrer, letztendlich. wieso ihr Lehrer seid, guck mal, seid ihr vier, die hier im Stream seid, habt ihr alle die gleichen Überzeugungen? Ja klar, In ich kenne jeder Reza und Amir Hinsicht. sogar. Also in Die jeder, klar, ich kenne die jeder, mich jetzt nicht so persönlich, aber ich nee, in kenne die, jeder ich kenne die Lehre Hinsicht. dahinter. Und wir sind alle Nachfolger des Herrn Jesus Christus, nur das Ja, Wort allein, fertig. du hast aber meine Frage nicht verstanden. In der Hinsicht, also in jeder Hinsicht, egal worum es genau geht in der Bibel, seid ihr euch da wirklich eins zu eins einig? Also jeder hat dieselbe Meinung. Ihr tut die Als Bibel auch heilsrelevante gleich. Sachen sind wir Mit alleinig. Apostel Petrus, Sekunde, als der Apostel Paulus mit Apostel Petrus öffentlich gestritten hat, war einer von denen falsch? Wie bitte? Als Als Wo Apostel Petrus und Paulus. Paulus sich gestritten haben wegen der Beschneidung. Petrus sagte, so lasst doch die Juden, also die Heiden, dann beschneiden. Und Paulus sagte, nein, wir sind in Herze beschnitten und nicht mehr im Fleische. Die haben sich doch gestritten. Oder Paulus hat sich mit Barnabas beispielsweise auch gestritten. Heißt Jeder das, ging dass dann dann seine die Wege. nicht einig waren, Apostel Paulus und Petrus im Herrn? Muss nicht sein, aber wie gesagt, Siehst du? Nein, jetzt bist du dran. Wir holen keinen. Jetzt bist du hier hochgekommen und jetzt wirst du Antwort stehen. Warum? Ich Deine bin. Frage wurde beantwortet mit biblischen Versen. Ja, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe da jetzt keine Antwort zu. Du hast doch gerade gesagt, seid ihr euch alle in allem einig? Nein. Ja, aber. Ja, Selbst gut. wenn wir uns nicht in allem einig wären, trotzdem sind wir uns in der Richt im Herrn Jesus Christus, in dem Ja, aber. Fundament einig. So Ja, wie Apostel gut. Paulus und Petrus sich im Fundament des Herrn einig waren, aber trotzdem Streitereien gab. Ja, gut. Seid ihr euch mit den Orthodoxen im Fundament auch nicht einig? Natürlich nicht. Warum Warum? sollen wir? Weil Orthodoxen Götzenanbeter Also, sind. warte mal. Die Streitereien zwischen Paulus und Petrus sind andere Streitereien wie die zwischen euch und den Orthodoxen? Nein, du Ja, weil hast es gesagt, ihr seid heilsrelevante euch da auch Sachen nicht gibt, ne? einig. Sekunde, Sekunde. Du hast uns vorgeworfen, dass wir uns nicht in 100% in Es allem war ja nur einig eine seien. Und Frage. Es deswegen war ja nur sind eine wir Frage. falsch, Es war kein weil wir nicht Vorwurf. nur eine Kirche angehören, wo alles gleich ist. Und dann habe ich dir entgegengebracht, dass Apostel Paulus und Petrus sind auch nicht einig gewesen. Heißt das jetzt, dass einer von denen falsch ist? Oder dass sie nicht im Herrn Jesus Ja, Christus aber sind, warum sind beide? wir Orthodoxen denn falsch, wenn wir eine andere Ja, Meinung haben weil ihr wie ihr? komplett falsche Lehren habt. Ja, nee. Ja, doch. Inwiefern haben wir eine Doch. falsche Maria Lehre? anbeten. Heilige anbeten. Ja, dann kann ich ja genauso gut argumentieren. Petrus und Paulus, der eine war für und der andere gegen die Beschneidung. Jetzt kann man einen von den beiden das Heil absprechen, oder wie? Nee, Petrus hat ja Nein, daraus nein, nein. gelernt.
Es ging darum, dass Apostel Petrus, im Galaterbrief wird ja das beschrieben, dass Apostel Petrus mit den Juden Christen gegessen hat, als der Heidenchristen kam, hatte sich dann sozusagen abweggewälzt und ist mit den Judenchristen davon gegangen. Und Apostel Paulus hat dieses heuchlerische Verhalten entdeckt und hat ihn öffentlich mit durch sein, also dieses Verhalten an den Pranger gestellt. Ja gut, Petrus hat sich belehren lassen. Ja, aber du siehst, im Leib Christi gibt es Streitereien. Das heißt aber nicht, dass wir uns einig sind, was du uns vorgeworfen. Du willst ja, darauf, du willst ja die Brücke schlagen. Ihr Protestanten, ihr seid euch auch nicht in allem einig. Deswegen musst ihr zu unserer Kirche kommen, weil da ist alles einheitlich. Ja, aber schau mal, waren Paulus und Petrus sich nach dieser Diskussion danach einig? Oder? Ja, natürlich. Ja, eben. Das ist ja der Punkt. Die sind sich ja einig geworden. Ja. Und wer hatte am Ende recht, mein lieber Serbisch-Street? Du musst nicht so provokant meinen Namen vorlesen. Ja, da steht doch Serbisch-Street. Wie soll ich die sonst nennen? Ja, nee, das hast du bei den anderen genauso gemacht. Also wir können normal uns unterhalten, aber jetzt irgendwie, dass du mich hier, keine Ahnung. Ich habe jetzt nur deinen Namen gesagt, also wenn du dies als provokant heißt du doch Serbisch-Street, Serbisch-Street. Ja, nennt mich ruhig so, ist okay, aber du musst nicht jeden Namen so, sag ich mal, so irgendwie. Ich habe nur deinen Namen gesagt. Wie soll ich ihn sonst nennen, bitte? Ja, okay, ist okay. Auf jeden Fall. Nein, das Problem ist, wenn ein Orthodoxer Fragen hat, dann kann er gerne die Fragen stellen, dann kann man ihn. Aber wenn er hinkommt, um dann für seine heretischen Lehren Leute zu fischen, dann geben wir dem keine Möglichkeit. Ja, nee, muss ja nicht sein. Also es ist ja immer noch euer Live. Aber dennoch, um auf Petrus und Paulus zurückzukommen, die beiden wurden sich ja letztendlich einig. Sieht so aus? Ja. Genau, und darum geht es ja auch. Ja, aber hättest du die beiden da erwischt, wie die miteinander streiten, dann würdest du sagen, ja siehst du, das sind so Protestanten, die sind sich nicht einig. Nein, stimmt doch gar nicht. Doch. Ja, hast du gerade so angedeutet. Wenn du jetzt einen Protestanten, wenn ich jetzt mit einem anderen, ich bin ja kein Protestant, aber ist egal, mit einem Protestanten streiten würde, dann würden sie sagen, ja guck mal hier, die Protestanten sind sich nicht einig. Aber trotzdem habe ich dir das Beispiel mit Paulus und Petrus gebracht. Ja, aber der Punkt ist Hast doch, du was gelernt die, heute, ja oder nein? Na, der Punkt ist doch, dass die letztendlich sich einig wurden. Ja, aber wenn du die in dem Moment beim Streiten erwischen würdest, würdest du sagen, guck mal, die Protestanten streiten nein. sich nicht ein. Schau mal, es gibt doch heute, also auf den heutigen Tag, gibt es doch unzählige verschiedene Protestanten, die... Ja, und die werden sich einig. Nur du musst ein bisschen warten. Nein, es gibt doch verschiedene... Es gibt doch zig unzählige aber die werden sich einig. Du musst noch ein bisschen warten. So wie Paulus und Petrus einig. Sich einig. Ja, doch. Nur ist eine Zeit. Musst du ein bisschen warten noch. Okay. Halt dich zurück. Gut. Na, geh nicht in eine orthodoxe Kirche, warte erstmal, bis sie sich einig werden, die Protestanten, und dann kannst du da reinkommen. Gut. Starkes Argument. Ne? So wie du warten würdest. Bis sich der Streit legen würde bei Paulus und Petrus, richtig? Ja oder nein? Ja, aber wir wissen ja, was Sache ist jetzt, oder Ja, nicht? Aber in dem Moment, wenn du da wärst, wirst du nicht. Ich war ja nicht da in diesem Weil du Moment. Du weißt, es wird schon eine Einigung geben. Ich muss nur mich zurückhalten. Ja, nee, was wird das über... Ach nee, auf einmal, nein. Also nicht zurückhalten. Willst du dann dazwischen gehen? Zwischen Apostel Paulus und Petrus? Ich war doch zu dem Zeitpunkt nicht da. Also wie soll wenn ich du da gehen? Wärst... Würdest du sagen, guck mal, die Protestanten sind sich nicht einig, oder was würdest du sagen? Wie? Würdest du sagen, guck mal, diese Leute sind sich gar nicht einig, will ich gar nicht mit Jesus zu tun haben. Wenn die sich noch nicht mal untereinander einig sind, die seine Jünger. Die sind sich doch einig geworden. Nee, in dem Moment noch nicht, da war erstmal der Streit. Wer sagt denn, dass es ein Streit war? Paulus hat doch den Petrus belehrt. Ja. Das sagt doch keiner was von einem Streit. Ja, wieso, warum, wie, ja, belehrt, das heißt also, die waren sich nicht einig. Richtig? Nein, Petrus war sich nicht einig. Petrus war sich nicht einig? Ja. Das passiert, wenn man euch in die Ecke drängt. Dann wisst ihr nicht mehr, was ihr da sagt. Wieso? Paulus? Zwei Menschen können sich einig sein, nicht ein Mensch. Petrus war sich nicht einig. Das ist komplett falsch. Das ist, weil du jetzt in die Ecke kommst. Nee, du willst einfach nicht verstehen, dass Paulus Recht hatte in diesem Moment und er Petrus zurechtgewiesen hat. Deswegen sagte ich ja, dass man trotzdem einig wird. Du musst nur ein bisschen warten und die Protestanten in Ruhe lassen, bis sie sich einig werden. So wie Paulus mit der Zeit mit Petrus einig wurden.
Okay, gut, wenn Dann das dein hake ich Argument, zurück mit. wenn Ja. das dein Argument ist, dann Ja, gut. du hast was gelernt heute, genau. Ja, alles klar. Muss ich zurückhalten, bis die Protestanten sich einig werden. Hab ein bisschen Geduld. Ja, ich muss mich zurückhalten, bis die Lehre Gottes, die schon seit 2000 Jahren existiert, mal irgendwann von einer protestantischen Kirche. Und an die Lehre war klar, bei Apostel Paulus und Petrus sind die grundlegenden heilsrelevanten Lehren schon längst klar. Nur die streiten sich über heuchlerisches Verhalten und so weiter. Und das wird sich auch noch legen. Okay, mein Na Lieber? gut. Wenn du meinst, dass ich das nach über 2000 Jahren erst legen soll, dann Ja, das ist kein Problem. was wird das über Gott aussagen, jetzt mal ehrlich? Nee, in guter Zeit, kein Problem. Ja. Aber gut. Das Sehr sind gut. halt. Jeder hat so seine Argumente. Naja, Ja. auf jeden Fall. Darf ich dich was fragen? Nein, ich möchte nicht, dass du mich was fragst, weil ich mit dir schon einmal in einem Live war und du auch nicht auf meine Frage reagiert hast. Ich war mit dir in einem Live? Ja. Ach, kann sein. Ja, das kann sein. Ich bin mir jetzt selber nicht sicher. Und da ging es nämlich um die Babytaufe. Ach ja, genau. Es ging ja um die Babytaufe. Ja, doch, dann erinnere ich mich doch an dich. Ja. Wann Mit der werden denn, Babytaufe. nach der orthodoxen Lehre jemand wiedergeboren? Nach Johannes 3, Vers 3. Wann ist die Wiedergeburt eines Orthodoxen? Wann geschieht das? Ja, Resa, das weiß er nicht. Wieso ja, weiß ich das Moment, nicht? Moment, lass ihn mal antworten. Vielleicht Wieso soll weiß ich er das. nicht wissen? Ja, sag mal. Ja, ich weiß doch, worauf du hinaus willst. Nee, ich weiß es. Ich will nur wissen, was die orthodoxe Kirche darüber denkt. Nein, du willst mir eine Falle stellen, auf die Ja, ich. aber wie entweder bist du stark im Glauben und in der Lehre, dann kannst du doch antworten. Ja, lieber antworte ich nicht, bevor ich was Falsches sage. Und dann heißt es Ja. hier falsche Ja. Lehre oder sonst irgendwas. Ja. Ich li lieber Lieber. Serb Street, ich bitte dich, Nee. dass du Buße tust vor dem Herrn Jesus Christus. Nein, warte mal, lieber weniger sagen, als mehr sagen, hochmütig irgendwie versuchen, einen auf schlau zu tun und Hauptsache, ich habe was gesagt und es klingt gut, aber ob es letztendlich stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Deswegen halte ich lieber meinen Mund. Ja, Und das ist demütig. es gibt orthodoxe Brüder, die wissen das besser als ich. Zum Beispiel Otto Bro 33, den könnt ihr gern reinholen, der wird dir auf diese Frage eine Antwort geben können, Aber da bin ich warum mir weißt du sicher. denn das nicht? Warum weißt du denn die wichtigste, deine Ich weiß heilsrelevante es. Schau Grundlage, was der Herr mal. Jesus gesagt hat, nicht? Wieso Schau weißt du mal. das nicht? Schau mal, weil die Sache nicht mit einem Wort beantwortet ist. Also das Serb, mein lieber Serb Street, wenn du nicht Buße tust und zum Herrn Jesus Christus kommst und dich auf diese orthodoxen Leute verlässt, wirst du verloren gehen. Aber Du schau mal, musst guck von mal. neuem geboren werden. Ja, gut, da sind wir uns einig, okay? Ja. Die Wiedergeburt ist sehr wohl ein wichtiger Bestandteil der orthodoxen Das Lehre. Wichtigste. Die Genau. orthodoxen Lehre. Okay, noch nie habe ich einen Ja. Orthodoxen über diese Sachen predigen hören. Nee, schau mal, ich verstehe nur nicht, warum ihr eine Sache, speziell jetzt die Wiedergeburt. Weil das das Wichtigste ist, das Zentrum. Ja, okay, das ist sehr wichtig, aber warum werden andere Dinge dann ignoriert? Andere Dinge kommen auch dran, aber das Wichtigste muss zuerst. Wie wird man errettet? Ja, natürlich, aber man kann doch nicht gewisse Sachen herausnehmen und sage ich mal, Ja. die sind ganz, ganz wichtig, aber andere Dinge werden außen vor gelassen oder sagt man ja, Die sind auch wichtig. das wurde zwar gelehrt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Die Errettung ist das Wichtige, das ist das Zentrum der Bibel, die Errettung des Menschen, des Sünders. Genau, und du glaubst daran, dass man Ja. errettet wird durch Ja. seinen Glauben allein, richtig? Durch die Wiedergeburt. Ja, und durch Die seinen Glauben Wiedergeburt allein. beinhaltet Buße und Glaube, ja. Weil ich habe neulich auch von dir einen Stream gesehen, da wurdest du gefragt, ob jetzt ein Mörder oder ein Vergewaltiger, egal wie oft die Sache getan haben, ob die in den Ja. Himmel kommen. Wenn er Das. wiedergeboren ist, dann egal was er für eine Sünde macht, er ist trotzdem errettet. Egal wie Was ist mit oft, Paulus? egal War wie der nicht ein oft. Mörder? Ja, natürlich, aber Ja, ist er nicht wiedergeboren? er hat ja Buße getan. Ja, kann das ein anderer nicht? Nein, du verstehst meine Frage nicht. Nein. Resa,
Resa, stimmt es, dass du behauptest, dass man diese Dinge nach wie vor tun kann? Auch nein, ich habe nie gesagt, dass du Freifahrtschein hast zur Sünde. Ein Wiedergeborener darf nie wieder sündigen, aber weil sein Fleisch sündig ist und er hat den alten Adam noch in sich, wird er noch sündigen, trotz seiner Wiedergeburt. Aber keine Sünde der Welt wird ihn von seiner Errettung durch den Herrn Jesus Christus trennen können. Na gut, bis auf die Lästerung des Heiligen Geistes. Ja, aber ein Wiedergeborener kann ja nicht lästern des Heiligen Geistes, sonst wäre er ja nicht wiedergeboren. Ja gut, er könnte theoretisch vom Glauben abfallen, oder? Also, nein, ein Wiedergeborener nach Epheser 1, Vers 13 ist ja versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist kann sich doch nicht selber lästern. Oder der Mensch, der mit dem Heiligen Geist versiegelt ist, kann doch nicht dem Heiligen Geist lästern. Ja, aber schau mal, du bist jetzt, sag ich mal, wiedergeboren, nennst dich Christ und morgen kommst du irgendwie auf die dumme Idee, dich dem Islam oder Buddhismus oder sonst irgendwas anzuschließen. Nein, ein Wiedergeborener kann nicht abfallen, weil er versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Ja, aber nein, dann hast du ja keinen freien Willen. Gott hat uns natürlich hast du den freien Willen. Aber du bist versiegelt durch Gott. Als der Noah in den Schiff stieg und der Herr hinter ihm zuschloss, hatte er den freien Willen noch rauszuspringen und dem Herrn abzusagen? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber der Herr hat hinter ihm zugeschlossen, heißt das im Wort, nicht er. Er konnte nicht mehr. Ich will mich jetzt nicht mit Noah vergleichen. Also ich weiß, wenn ich morgen eine andere Entscheidung treffen möchte und die Religion wechseln möchte, dann ist das, dann ist das, wo ist das möglich? Weil das nein, bei einem Wiedergeborenen nicht. Ein Wiedergeborener ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Deswegen sagt der Apostel. Deswegen sagt der Apostel. Also gibt es in Römer 7, das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das heißt also, hier geschieht eine Änderung im freien Willen. Dass der freie Wille wird umgekehrt. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Denn ich erkenne ein anderes Gesetz in meinem Fleisch. Ja. Und ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Das heißt, das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Freiwillig will ich es nicht, aber mein Körper tut es. Ja, aber ich bin mir dennoch relativ sicher, dass es Menschen gibt, die von sich behauptet haben, dass sie wiedergeboren sind. Ja. Es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch waren, aber danach nein, dennoch. Nein, die waren nie wiedergeboren. Bruder Reza, darf ich einmal was dazu sagen auch? Ja. Weil ich habe mir hier gerade sein Instagram angeguckt und ich sehe, der postet hier sehr viel weltlich, auch über Fußball, Nationalität, also ja, weißt du überhaupt, sehr bildlich drin hat, dann ist er natürlich. Du musst dieser Welt absterben. Das bringt dir sonst nicht. Das bringt dich sonst nicht. Warte mal, ich darf nicht mehr das sein, was ich bin. Nein, 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 du bist im Christus, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Du musst diesen alten Mensch absterben. Der Herr Jesus wird dich nicht kennen. Weil du liebst die Welt. Du liebst deine Nationalität. Inwiefern? Nein, nein, nein. Das Problem ist, du weißt ja gar nicht mal, was Absterben bedeutet, was von Neugeboren eigentlich bedeutet. Das ist, weil du religiös hineingeboren bist. Warte mal, und du weißt warte, bitte, lass mich mal ausreden. Okay, du bist da hineingeboren. Wären deine Eltern, sagen wir mal, wiedergeboren und hätten dir von der Wiedergeburt erzählt, wärst du vielleicht heute wiedergeboren. Weiß ich nicht. Gott weiß es. Aber weil deine Eltern die das so beigebracht haben, orthodoxische Kirche, ist es bei dir so reingetriggert worden. Du hast nie noch Gott wirklich gefragt, nie noch Gott gesucht. Ja, okay. Gut, dass du über mich so gut Bescheid weißt. Nein, da brauchst du nicht reden, das ist einfach so. Ja, und alle, die hier im Chat sind, hört auf, Fußball zu gucken, sonst seid ihr nicht wiedergeboren. Geht nicht darum, es geht doch gar nicht darum. Hörst du mir warum geht es nicht darum? Du hast doch gerade gesagt, nein, es geht doch gar nicht darum. Habe ich gesagt, wer jetzt Fußball guckt, ist nicht wiedergeboren? Was redest du da? Hast du gesagt, sind deine Worte. Nein, ich habe gesagt, du bist dieser Welt nicht abgestorben. Du liebst dein Land, du liebst diese Nationalität. Du bist in dieser Welt noch drin. Du bist nicht von neu geboren. Da habe ich jetzt gesagt, wer Fußball guckt, ist nicht wiedergeboren. Das hast du erwähnt. Das sind deine Worte. Weil dein ganzer Instagram-Account voller weltliche Sachen sind, natürlich muss man dann den Annahme annehmen, dass du eben weltlich gesinnt bist.
Okay, ich bin weltlich Aber auch, gesinnt, Bruder, aber auch schon mit der Nationalität ein Wiedergeborener. Das kommt ja noch mit dazu, ja, leider. Das kommt ja noch mit dazu, das verstärkt das ja ein ganzes Jahr. Ich sag doch nicht, guck mal, ihr versteht das komplett falsch. Ich sag doch nicht, dass ich irgendwie was Besseres oder sonst irgendwie. Es geht doch gar nicht darum. Was steht denn in Jakobus 4, Vers 4? Ihr Ehebrecher oder Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft zu Gott ist? Wir haben in dieser Welt gar nichts verloren. Das Einzige ist Evangelisieren. Ja, und wir gehen nicht in die Welt hinein, in die Tradition hinein, was die orthodoxe Kirche gemacht hat. Wir sind raus. Der Herr Jesus hat uns rausgeholt. Der Herr Jesus ist nicht gekommen und gesagt, ich mache jetzt die orthodoxe Kirche, ihr müsst das und das tun, um dann gerettet zu werden. Nein, das hat der Herr Jesus nicht gesagt. Darf ich dich eine Sache fragen? Ja, du kannst mich fragen. Wie definierst du denn der Welt absterben? Also wo ist da die Grenze, was darf ich machen, also, was nicht? Was die Grenze ist, erstmal, als allererstes musst du dein eigenes Leben, dich selbst, alles hassen. Du musst die Welt hassen. Du musst sehen, dass in dieser Welt der Satan und seine Dämonen kontrollieren. So, du musst ja, diese Welt hassen. Okay, ich meine in der Praxis. Ich meine in der Praxis, ja, in der was Praxis darf ich machen, was nicht? Nochmal bitte, ich habe dich nicht verstanden. Nochmal bitte. Ich meine in der Praxis, was darf ich jetzt machen und was nicht, laut deiner Theorie. Was sagt dir schon dein Herr, warte, Jesus Christus, wenn du sein Wort liest, dann wird er dir schon tausende Sachen sagen, was du ich frag doch, hast. Ich frage doch gerade ihn. Ist dasselbe. Ob er antwortet oder ich, denn du hast doch keinen Herrn Jesus. Hast du keinen Herrn über dir? Na, ich will doch seine Definition hören, ist mir schon bewusst. Das ist dasselbe, das ist dasselbe. Was er sagt, ist, was ich sage, das ist ein Geist, das ist der Heilige Geist, was er dir sagt oder ich. Okay. Oder Risa, ich glaube, es bringt nichts, mit ihm zu reden. Das ist einfach. Ich glaube einfach, dass du vielleicht das Evangelium verkündet, wenn er zum Herrn Jesus kommt und wiedergeboren wird, wird er errettet werden. Wenn nicht, dann nicht. Ich frage ihn ganz normal was. Und Bruder, tut mir leid, aber es bringt nichts. Es geht ja, da rein. Du musst dann raus, entscheiden, dann, ne? Aber eine gewisse Grenze hat es keinen Sinn mehr. Natürlich. Aber er hat es gehört. Er weiß jetzt, wie man wiedergeboren wird. Also nochmal der Welt absterben, dass wir mit dieser Welt nichts zu tun haben. Wir mischen uns nicht in Parteien ein. In weltlichen Parteien. Wir lieben diese Welt nicht, weil die Welt ist von Satan, wird von Satan kontrolliert. Wir sind aus der Welt herausgezogen worden. Durch die Wiedergeburt sind wir gestorben, gekreuzigt mit dem Herrn Jesus Christus. Diese Leute lieben die Welt. Das ist das Problem, Reza. Sie lieben die Welt, lieben Traditionen, Nationalstolz und du kannst dich am Tisch des Herrn sitzen und am Tisch des Mammon. Du kannst dich die Welt lieben und Gott lieben. Es geht nicht. Ja, genau. Die meisten Orthodoxen sind ja eben, wie du schon richtig gesagt hast, in die orthodoxe Familien hineingeboren. Ja, mit Stolz. Ja. Ist klar. Ja. Also ich kenne so viele Orthodoxen, die haben so viel Stolz in sich, so hochmütig sind die. Ja. Deswegen darfst du auch dem Daniel oder diesem katholischen Mann da, katholische Antworten, keine Plattform mehr geben. Die sind nur da, um die Leute zu fischen hier. Ja, ich weiß. Es bringt nichts mehr. Die kennen alle Argumente und die lassen sich auch nicht belehren. Ja, genau, die kennen das Wort. Und deswegen ist das gefährlich. Das ist also, der Feind möchte fischen. Muss aufpassen. Das habe ich schon gemerkt. Ja. Hat man ja gesehen, der hat ja gesagt, folgt mir alle. Sofort. Ich erkläre es nochmal richtig. Ja. Folgt mir alle nach. Ich spiele euch rein. Wollt ihr mit dem Pharao einmal reden? Ja, ich weiß nicht, er bringt nichts mit dem zu reden. Das ist verlorene Zeit. Vielleicht hat er eine Frage oder so, sonst schmeißt er. Der kann Fragen stellen, aber mit dem über die Freimaurerei und über die Finsternis reden. Ne, wir wissen ja nicht, vielleicht, was weiß ich, war der gerade ein Baby essen und dann kommt ihr und sagt: Nein, die Freimaurerei macht sowas nicht. Das bringt nichts. Oder eben, der hat gar keine Ahnung. Verstehst du beides? Ja. Ich kann mich ja nur tausendmal wiederholen. Das bringt ja nichts. Aber wenn du Fragen hast, Pharao, kannst du fragen. Ey, ich finde eure Diskussion, die ich hab jetzt hier beim Autofahren, war das sehr amüsant, euch dazu zu hören. Ne? Hast du wenigstens was gelernt? Ja, dass ich absolut die richtige Entscheidung getroffen habe, mir ein umgedrehtes Kreuz zu tätowieren. Boah, ich würde ihn direkt rausschmeißen. Was ist das für eine Antwort? Siehst du, das meine ich damit. Der ist auch nur, Leute, ich mach's umgedrehte Kreuz. Anstatt du mal eine sachliche Frage stellst, ganz normal. Ich kann euch nur eins sagen, ne? Das, was ihr da gemacht habt gerade, ne? Mit dem Herren, der hier mit euch ganz normal geredet hat, ne? Das ist unter aller Sau gewesen. Geh doch in eine orthodoxe Kirche. Du bist mit deinem umgedrehten Kreuz und deinem Geist genau richtig bei denen aufgehoben. Ja, ey, guck mal. Wir werden dich auch aufnehmen und Kreuz dich lieben.
euer ganzes Hin und Her, was ihr da gerade gemacht habt, zeigt doch einfach genau das, was der Typ gesagt hat, wie uneinig ihr euch über das, was in eurer tollen Bibel geschrieben steht, seid, ne, weil dieses Scheißding einfach schon tausendmal übersetzt wurde, weil da